Kommen wir wieder zu einem wichtigen Video. Wenn du mit dem Narzissten über Probleme reden willst, das ist auch so, da merkt man die Doppelmoral von denen, ja? Weil die verpissen sich die ganze Zeit. Wenn du mit denen über Probleme reden willst, die verpissen sich. Die verpissen sich. Die, ja, können wir später reden? Und dann so passiv-aggressiv, sie machen wie, als hätten sie es vergessen, ignorieren dich dann und was weiß ich alles so. Machen einfach wie als wäre nichts, wie als hätten die nichts gehört und haben alles vergessen und haben irgendwie Alzheimer. Oh, sorry, ich habe Alzheimer. Oh, sorry, habe ich vergessen. Also, irgendwann du denkst ja auch, ey, willst du mich verarschen oder was? Ja, das ist die komplette Doppelmoral so von diesen Narzissten. Du darfst auch nichts sagen. Ja, du bist ja dann frech, du bist ja dann irgendwie ungehorsam oder wie heißt es hier auch. Wie heißt es, undankbar und so ein Scheiß, ja, alles kriegst du in den Kopf geschmissen, nur weil du mal über Probleme reden willst, was der Mensch so da verursacht hat, weil Hand aufs Herz, Narzissten verursachen nur Probleme, ist ja nicht so, dass man dann unnötig mit denen reden will, aber die denken halt nicht so. Die sehen das dann, oh, du willst mich ja nur kritisieren und, und immer hast du was, oder. Die wissen, die machen Fehler, sagen wir es so. Ich nehme es zurück. Die wissen, die machen Fehler, aber wollen dich gaslighten, wollen dich verarschen, wollen dich provozieren und was weiß ich. Und oh, du siehst ja nur das Schlechte immer. Immer redest du nur über Probleme. Kannst du eigentlich mal auch was anderes? Du bist ja dich nur am Beschweren und bla bla bla. Machen dich verrückt. Nur weil du an der Beziehung vielleicht auch arbeiten willst, weil. Man muss über Probleme sprechen, um an einer Beziehung quasi wachsen zu können, damit die Beziehung besser wird und sowas. Deswegen, aber Narzissten denken halt nicht so. Die sind halt, die haben ein sehr fragiles Ego und wenn du was sagst, heißt es dann, du bist undankbar, du denkst, der Mensch ist da nicht genug und die sind so fragil, die sind komplett in ihrem Ego und was weiß ich, die. Denken nicht wie normale Menschen. Das ist dann alles ein Angriff gegen die und das macht ja ihr Ego nicht mit. Und dann werden die emotional, ja, und richtig toxisch und üben dann eine Revanche aus, weil du hast die ja kritisiert und wie kannst du nur, ja. Und auf einmal ignorieren dich jetzt oder hetzen dir Leute auf den Weg, verbreiten Gerüchte, was weiß ich, ja, können ja alles machen. Nur weil du irgendwie über Probleme reden willst, weil die sind jetzt so, es gibt diese richtig krankhaften, also sind diese richtig kaputten, diese richtig kaputtis. Die sind ab jetzt, wir nennen die richtig kaputtis. Diese kaputtis, ja, die sind komplett im Arsch. Die hetzen dir dann Leute auf den Hals, die verbreiten dann Gerüchte, nur weil du an der Beziehung arbeiten wolltest. Nur weil du sprechen wolltest über ein Problem. So. Überlegt euch das, aber das ist das. Kann alles passieren, natürlich. Nur weil die dann im Ego angekratzt sind. Ah, ich verbreite jetzt hier Gerüchte und ich mache dich jetzt fertig und ich zeig's dir jetzt. Du willst hier mir sagen, ich bin das Problem, ich zeig dir, was du für ein Problem bist und was weiß ich, ja. Und machen dann diese Kindergartenkacke. Das ist wirklich eine Kindergartenkacke. Wenn man das wirklich mal so alles betrachtet, merkt man, was das für Kinder sind. Wie lächerlich das Ganze ist. Müssen dann Gerüchte verbreiten und was weiß ich alles. Aber du hast angefangen so auf die Tour. So, ey. Deswegen sage ich immer, wenn man mit denen so zusammen ist, ist eine Zeitverschwendung. Das ist wie im Kinderkarussell, ist wie im Kindergarten. Die ganze Zeit Theater, die ganze Zeit. Hektik, die ganze Zeit nur Kindergartenkacke, ja, das sind erwachsene Menschen und die geben sich so eine Gülle und verbreiten Gerüchte und ignorieren und machen dies und machen das. Das sind einfach unreife Gestalten und wenn man mit denen so zusammen ist, man wird wahnsinnig. Man wird wahnsinnig komplett. Deswegen rate ich es jedem ab. Mit denen zusammen Zeit zu verbringen. Lernen die aus der Distanz zu lieben, lernen die aus der Ferne zu lieben und sowas, wenn es Familie ist oder was weiß ich alles. Aber ey,
Weil, wenn du mit denen reden willst, ja, über Probleme, rennen die immer weg. Ja. Die rennen immer weg. Die ignorieren dich dann und sonst was, gehen dir aus dem Weg und sowas, dass die ja nicht über diese Dinge reden müssen. So la 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 la. So quasi, wie so ein kleines Kind. Ja, und verpisst sich dann einfach und sowas und geht jetzt in die Ecke flennen. Oder ich gehe jetzt arbeiten. So, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das, ich habe keine Zeit. Und gehen dann, verpissen sich immer. Aber wenn die Narzissten mit dir reden wollen, musst du immer so zuhören und immer bereit sein. Du musst immer bereit sein. Wenn der Narzisst mit dir reden, ich muss mit dir reden, wir müssen jetzt reden, dann musst du immer zuhören. Das meine ich ja mit dieser Doppelmoral. Die verpissen sich und lassen dich mit den Problemen alleine, sodass du mit allem fertig werden musst, aber kommen dann noch mit dazu und schaufeln noch ihren Dreck noch mit drauf. Also noch mehr Dreck. Und drücken dir halt noch die Probleme auf. Vielleicht stimmt was und du machst irgendwas falsch, ja, aber das ist auch vielleicht dann nur, weil oftmals ist es so, die kommen dann so, beschweren sich über irgendwas, wenn sie dich nicht mehr kontrollieren können oder sonst irgendwas. Ah, du bist voll anders geworden, du bist voll dies, du bist voll das. Ja, weil die wollen ja nicht. Wie soll ich das erklären? Für Leute, die das einfach nicht verstehen können. Vielleicht ihr seid noch sehr frisch so in diesem ganzen Game, narzisstischen Game. Das sind keine normalen Leute. Die wollen alles verdrehen, dass die Kontrolle schaffen können. Die sind komplett verkorkst. Und sobald du mal dich wehrst und sonst irgendwas oder reaktiv bist auf ihr Verhalten, das wollte ich nämlich die ganze Zeit sagen, und die provozieren dich und du sagst jetzt einfach mal was und erhebst deine Stimme, oh, du bist voll frech geworden. Das meine ich einfach, die sind komplett verkorkst. Die sind komplett verkorkst. Nicht um zu sagen, wir sind Heilige und sonst irgendwas. Deswegen, ich sage ich ja, es kann ja sein, dass du mal was falsch machst und sonst irgendwas. Aber es ist ja auch oftmals auch nur so, weil die dich dann provozieren, weil die dich so verkorkst haben durch die Zeit. Oftmals, nicht immer. Manchmal, ja, macht auch mal Fehler, aber dann kommen die noch extrem. Ah, siehst du, guck dich mal an, du bist nicht perfekt. Und reiten noch extra darauf rum. Das meine ich halt auch. Die machen dich verrückt, weil die machen einen Fehler nach dem anderen, ja, und hauen immer ab. So, die machen den Fehler und dann rennen immer weg und verpissen sich. Nein, ich rede jetzt nicht, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt da, ich lass später reden, können wir nicht später reden und lassen dich immer alleine, dass du mit allem fertig werden musst und drücken dir noch deine Probleme auf. Das wollte ich halt sagen, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr versteht. So, die machen Probleme, drücken dir das auf, dass du da mit allem fertig werden musst, ohne dass du einen Ansprechpartner hast, weil der Narzisst lässt dich komplett alleine. So. Und die drücken dir noch deine Probleme auf. Weil so schaffen die. Die projizieren alles auf dich, dass du mit allem fertig werden musst. Und deswegen saugen die dich ja nur aus. Deswegen sagen wir ja Vampire und sonst was für all die Leute, die frisch in diesem Narzissten-Game drin sind. Deswegen, wir nennen die Vampire und Dämonen und sonst was, die saugen einen komplett aus. Die Bürde, du musst mit die komplette Bürde auf dich nehmen. Alles, jedes Problem. Jedes Drama, jedes Trauma, was weiß ich, du musst mit allem fertig werden alleine. Der Narzisst lässt dich komplett alleine. Mit allem. Du musst mit allem fertig werden, hast keinen Ansprechpartner, niemand, mit dem du sprechen kannst und sowas. Und manchmal ist es sogar so dämonisch, die sprechen extra vor deinen Augen mit anderen Familienmitgliedern oder mit anderen Freunden und sonst irgendwas, um dir zu zeigen, siehst du, aber ich kann mit denen und denen und denen, kann ich aber über Probleme reden, nur mit dir nicht. Nur mit dir nicht. Es ist ein krankes Game. Dir gehen sie aus dem Weg, aber jemand anderes kommt dann und die setzen sich stundenlang dahin und reden mit denen. Nur um dir noch eins reinzudrücken. Nur um dich noch mehr zu traumatisieren und Drama zu schaffen und diesen Trauma-Bond noch mehr zu machen, weil du hast dann Probleme bei dir, weil die wissen, du willst da über was reden, gehen dir die ganze Zeit aus dem Weg, aber jemand anderes ist wichtiger als du, um dir zu sagen, siehst du, wir können uns ja nicht um dich kümmern, wir haben ja hier die und die sind ja viel wichtiger als du, nur um dir noch eins reinzudrücken. Nur wenn du das erlebt hast, weißt du, was ich sage. Die machen das wirklich.
Die machen das wirklich. Ich wünschte, es wäre eine Erfindung von mir und ich würde mir das nur ausdenken, aber die machen das wirklich. Das ist dämonisch. Deswegen nennen wir die Dämonen und Vampire und sonst was. Und deswegen, die saugen dich komplett aus. Du musst mit allem selbst fertig werden und die machen dir noch Probleme, deine Probleme und alles, was passiert, alles musst du selbst ausmachen. Und die lassen dich alleine da stehen. Deswegen nennen wir die dämonisch und teuflisch und alles. Und ja, es ist genauso, wie es ist. Und dann vor deinen Augen, du siehst das und du denkst dir, Alter, was soll das? Was soll das? So, warum zeigst du mir das? Was hast du jetzt davon? Was hast du jetzt davon? Außer, dass du mich unnötig verletzt und nur noch mehr wegdrängst. Sodass ich gar keinen Bock mehr auf dich habe. Warum machst du das? Weil das kleine Kinder sind. Die sind gefangen in einem Erwachsenenkörper. Kleine Kinder gefangen in einem Erwachsenenkörper und die spielen da rum und machen die denken, alles ist ein Spiel und spielen mit deinen Gefühlen und alles, ja. Du musst immer bereit sein, aber auch um mit denen zu sprechen. Du musst dir immer die Zeit nehmen für die, aber die nehmen sich keine Zeit für dich. Absolut nicht. Und traumatisieren dich und sonst was und lassen dich dann immer da hängen. Mann, das. Immer da sein musst. Immer das Gespräch geben. Pure Doppelmoral. Ja, genau das. Genau das. Deswegen. Wenn du mit dem Narzissten über Probleme reden willst, rennt er immer weg. Aber wenn er mit dir sprechen will, musst du immer zuhören. Immer bereit sein, immer da sein und musst immer dir das Gespräch geben. Pure Doppelmoral. Weil das Gespräch, deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben, manchmal, die machen extra Drama. Ich muss jetzt mit dir mal reden und spielen sich da komplett auf. Spielen sich komplett auf, spielen sich komplett auf. Und wenn du dich aber mal wirklich aufregst, weil dich was nervt, die kommen und gästeln dich. Ey, spiel dich mal nicht so auf. Hey, mach mal dies nicht. Hey, mach mal das nicht. Ja, und flößen dir ein, dass du dich künstlich aufregst, obwohl die sich immer künstlich aufregen. Ich muss jetzt mit dir mal reden. Das geht gar nicht. Und kacken dich da komplett an. Für Bullshit. Aber wenn du dich wirklich über was aufregst, was wirklich gravierend ist, was wirklich traumatisch ist, schlimm ist und sonst irgendwas, die gehen dir aus dem Weg. Aber du darfst keinen einzigen Fehler machen. Du darfst nicht einen Fehler machen, sonst bist du direkt gestorben. Ja, sonst bist du direkt so unten durch und wirst gepunished dafür. Aber wenn die einen Fehler machen, die sind heilig, die machen keine Fehler. Und wir sprechen auch nicht über Fehler. Weil ich bin heilig. Ich mache niemals Fehler. Du bist doch verrückt. Was für ein Fehler? Ich glaube, du bist ein Fehler. Was ist mit dir los? Das ist der Narzisst. So sind Narzissten, so denken die. Die sind hier Jesus gleich. Ich mache doch keine Fehler. Ich bin doch perfekt hier. Wie kannst du nur es wagen, zu sagen, dass ich Fehler mache? Wie kannst du nur? Ich mache doch keine Fehler. Guck dich doch erstmal an. Wie viel Fehler du machst und du urteilst über mich. Ist das hier? Ich werde gerade gespiegelt von der Sonne. Und das blendet hier so auf dieses Tuch oder was auch immer, so Plastikdingsbums. Glänzt das mir so ins Auge, Alter. Egal. Aber das ist die Doppelmoral von denen. Das ist die komplette Doppelmoral. Das zeigt das. Die traumatisieren dich. Verursachen unnötig Drama und lassen dich mit allem hängen. Du musst mit allem alleine und selbst fertig werden. Aber wenn die wirklich gravierende Dinge machen und sowas, die gehen ständig aus dem Weg. Deswegen, die drängen einen immer nur noch mehr weg und mach dir das immer wieder klar. Immer wieder, wenn du weich wirst und sagst, ah, aber die sind ja nicht so schlimm, erinnere dich daran, an die Wahrheit. Die haben dich immer hängen gelassen in deinen schwierigsten Situationen. Und flößen dir noch mehr Situationen, nee, nicht verursachen noch mehr solche Situationen und verursachen noch mehr Stress und Drama und Trauma und Verletzungen und Enttäuschungen und sonst irgendwas und lassen sich die ganze Zeit hängen. Mach dir das klar.
Willst du die ganze Zeit enttäuscht bleiben, enttäuscht werden von Menschen? Willst du das, dass Menschen dich die ganze Zeit enttäuschen? Was willst du? Endlich respektiert werden? Also ich will endlich respektiert werden, auf jeden Fall. Ich will nur noch respektiert werden. Und was willst du? Willst du respektiert werden oder willst du, dass man mit dir spielt und dich hängen lässt, alleine lässt mit all den Sorgen und Problemen? Weil das ist keine Beziehung, das ist toxisch. In einer echten Beziehung redet man über Probleme und schafft die aus der Welt, weil man gemeinsam wachsen will. Aber in einer toxischen Beziehung geht es um Kontrolle, um Besitz, um die Herrschaft über einen und sonst was, um Manipulation, um Spielchen zu spielen und sonst was. Deswegen mach dir das immer wieder klar. Du merkst ja, wie es dich wegdrückt. Richtig so emotional. Also du wirst immer mehr weggedrückt, 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 weggedrückt. Und dann schaffen die so einen künstlichen Anzug wieder. Oh, guck mal, lass mal diesen Film gucken und schauen jetzt mit dir deinen Lieblingsfilm und was weiß ich alles. Ja, machen das dann so künstlich oder machen mit dir das Lieblingsessen, was auch immer. Ja, irgendwas, was dir gefällt, um dieses künstliche Bund dann wieder zu machen. Oh, guck mal, wie wir zusammenpassen. Ist auch mein Lieblingsfilm, ist auch mein Lieblingsessen, bla bla bla, Bullshit. Ja, und dann aber drängen sie dich wieder so, drücken sie dich wieder so weg. Das ist immer dieses Push-Pull, Push-Pull, Push-Pull. Und daraus entsteht dieser Bund, dieses toxische Bund. Und deswegen kann man so schwer loslassen. Aber wenn du dann bewusst wirst, ey, das ist alles künstlich, ja, dieses ganze Bund ist künstlich aufgestellt, so künstlich gemacht worden, weil es ist nicht die Wahrheit, weil du merkst einfach, wie fake die sind irgendwann. Du willst das glauben, weil die dir das so verkaufen und die wissen ganz genau, was sie sagen müssen und was weiß ich, sind so wortgewandt und können gut manipulieren und was weiß ich. Aber irgendwann, wenn du aufwachst und die Wahrheit siehst, dann kannst du es einfach nicht mehr leugnen und merkst einfach, wie sie dich angelogen haben. Und dann kannst du eventuell für immer und für einmal und für immer Schluss machen und sagen: Weißt du was? Ich habe genug gesehen. Ich wurde jetzt genug enttäuscht und verarscht. Ich ziehe jetzt weiter. Und das war's jetzt mit diesem Menschen. Ich lasse den jetzt hinter mir und lasse mich nie wieder auf sowas ein. Ich hoffe, dass jeder von euch auf diesem Punkt auf jeden Fall schon ist. Wenn nicht, wenn es da noch Probleme irgendwie geben sollte, könnt ihr gerne ein Coaching mit mir buchen. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, und Link dazu ist immer in der Beschreibung. Dort sind alle Links verteilt. Aber wie gesagt. Es liegt alles an dir. Du hast es in der Hand. Ob es überhaupt anfangen kann und wann es endet. Das hast du alles in der Hand. Weil die können nur mit dir ihr Spiel machen, wenn du es zulässt. Aber wenn du Cut machst, haben sie keine Chance mehr. Deswegen gib ihnen keine Chance mehr. Wenn du noch Probleme damit haben solltest, guck in die Videobeschreibung. Dort sind alle Links verteilt worden, wie du mich erreichen kannst, auf jeden Fall für ein persönliches Coaching. Deswegen in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, zieht weiterhin durch und lasst euch nicht verarschen. Peace. Stay blessed.